Ey, hab ich ein Glück. Was ist das überhaupt? Was ist das Gute? Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und wieder zu einem Unterhaltungsvideo. Ja, ich habe mich inspirieren lassen von Einfach Peter. Checkt mal den Kanal ab. Ich weiß, ja, der hat eine Million, tausend mehr Abonnenten wie ich, aber trotzdem kann es ja sein, dass den jemand nicht kennt. Einfach Peter, mache ich jetzt mal hier oben so ein Video rein von denen. Habe ich mich inspirieren lassen, denn die machen das richtig gut, die Jungs. Ich gucke mir die ewig an, sind sehr unterhaltsam. Da habe ich mir gedacht, ich mache das mal nach. Und falls Einfach Peter das hier sehen sollte, ich fordere dich raus für diesem Spiel hier, denn ich hab so Streaming gegessen. Hat er. Und zwar spielen wir richtig oder kotzen. Wir versuchen natürlich nicht zu kotzen. Ich denke mal, wir kotzen nicht, weil wir sind so Streamer. Wollte ich nur noch mal anmerken. Wer das Video natürlich nicht gesehen hat, das packe ich natürlich auch noch mal hier oben hin. Auf jeden Fall haben wir zwei Getränke. Meine wundervolle Freundin, die uns das alles vorbereitet hat, ist hinter der Kamera, jetzt ein bisschen schräg nach da. Auf jeden Fall hat sie uns Getränke vorbereitet. Sechs Stück sind es? Sechs Getränke hat sie uns vorbereitet. Woo, geil, Digga, was los? Und da ist dann halt, das Gute ist dann halt Cola und dann halt eine eklige Mische, die uns, sie uns dann sagt. Wir haben diese Pappbecher hier und in diesen Pappbechern sind nochmal so kleine Plastikbecher drin, dass wir das austauschen können und dass man das nicht sieht. Das sind unsere Spuckbecher hier. André hat auch einen Spuckbecher. Achso, das ist übrigens André. Tada! Mal wieder. Ja, ich habe keine weiteren Freunde. Nein, ich habe wieder André geholt, der macht den ganzen Scheiß mit. Dann haben wir hier ein Neutralisierungsgetränk. Das ist unser Wasser, um natürlich die Geschmacksnerven wieder zu neutralisieren. Das ist, wie gesagt, unser Spuckbecher. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Also, wir kriegen jetzt zwei Getränke hingestellt. Stell mal hin. Versuch nicht in diese Öffnung da reinzugucken, da oben. Ne? Also, ich weiß nicht wirklich, was sie zusammen recht gemischt hat. Wir waren vorhin einkaufen, sie hat alles eingekauft. Ich habe ein paar Sachen gesehen. Klar, okay, ich habe jetzt Wurstwasser gesehen. Deswegen weiß ich noch lange nicht, was sie da alles mit reingemischt hat. Das werden wir jetzt gleich hören. Ansonsten, oh, mir ist schon ganz komisch auf jeden Fall. Warte mal. Es wird mal wieder eine kulinarische Expedition. Auf jeden, Bruder. Genau, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Und der Schnick, Schnack, Schnuck gewinnt, sagt, was der andere für einen Becher bekommt. So einfach wird das. Okay, so machen wir es. Also fangen wir jetzt an, ja? Okay. Steinschere Papier. Ne? Nicht, dass du mit irgendwelchen Todesadlern auf einmal Lavasteine und so ein Scheiß. Ubi-Hörnchen. Genau. Also, Schnick, Schnack, Schnuck. Ey, warum fängt jeder mit Schere an? Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, Scheiße. Oh, die Lampe. So, was haben wir denn hier für Getränke? So, einmal haben wir Fanta und einmal lecker Kaffee mit Knoblauchöl. Also wir haben Kaffee mit Knoblauchöl und was, Fanta? Gut, dann sag ich, du bekommst... Oh nein, das ist so eklig. Du bekommst... Und du dürfen nicht meine Freundin angucken, weil die wird wahrscheinlich gleich sich freuen, dass ich das Eklige bekomme. Du bekommst den hier. Okay. Und du müssen einen richtigen richtig Dings nehmen, ne? Also einen schönen Schluck auf jeden Fall, ne? Ja, aber wenn du schon im Mund merkst, das ist pervers, ja, dann schluckst du das nicht mehr. Okay, komm, bei drei, ja? Eins, zwei, drei. Ich hab die Fanta. Oh Gott. Wie ist es, Kaffee und Knoblauchöl? Wie ist es so? Hau mich mal an. Es geht, riecht nur nach Kaffee. Wie ein Kaffee beim Döner essen. Oh nee, es ist im Nachgang richtig eklig. Ja? Boah. Boah. Scheiße. Da sind die nächsten, also zweite Runde. Was haben wir hier für Getränke jetzt? Wir haben hier einmal Cola und einmal rohes Ei, Sojasauce und Speiseöl. Oh nein. Rohes Ei, Sojasauce und Speiseöl gegen Cola. Ja, das ist Dings. Okay. Das ist vegetarisches Sushi. Ja, na gut. Dann Schnick, Schnack, Schnuck. Ja! Okay. Ich wollte nicht zu früh. Möchte. Ja. Dass ich welchen? Den. Du willst den, dass ich den bekomme? Ja, ja, ja. Dass ich den bekomme? Ja, ja, nimm mal den. Okay. Oh nein. Das fühlt sich schon so schwer an. Oh, Scheiße. Okay, eins, zwei, drei. Ey, Mann. Ich hab Köder gehabt. Das lässt sich gar nicht, das ließ sich gar nicht hochziehen, weil das so dieser glibberige, dieses Ei-Schnodder da drin. Ey, und ich dachte schon, nur so aus der Angst heraus, beim Ziehen schon, Scheiße, das geht schon so schwer, das hat sich so schwer angefühlt. Aber das geht gar nicht mehr weg.
So, das ist die dritte Runde. Was haben wir denn hier für Getränke jetzt? Wir haben einmal Eistee und einmal Karottensaft mit Thunfischwasser. Karottensaft mit Thunfischwasser? Ne. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Scheiße. Also ich möchte, dass du, ey, das ist ja das Problem, wir haben jetzt immer diesen, weißt du, oh Mann. Okay. Eins, zwei, drei. Eistee. Oh Mann, das ist so eklig. Was ist da noch mit drin? Ich hab nur Thunfisch geschmeckt. Ach so, Karotten. Der hast du gar nicht. Ich stink voll aus dem Maul jetzt. Mach mal. Ey, das weckt Erinnerung. Oh Gott, das ist eklig, Alter. Oh nee, ey. Vor allem, ich schluck das immer runter die ganze Zeit. Du hast es ausgespuckt. Ja, ich hab's im Mund gemerkt, aber jetzt mal ohne Scheiß. Aus der Angst heraus, ist es wirklich so, dass du immer Angst hast, dass direkt der erste Geschmack, der kommt, ist für dich direkt eklig. Ja, genau. Das hatte ich gerade bei der Cola schon. Ohne Scheiß. Das jetzt bei dem Eistee ohne auch. Scheiß, das hatte ich am Anfang. Ich wollte gerade schon so, ja, und dann so, ja. Nee, das ist doch ganz lecker. Ey, das kam so flockenmäßig mit hoch. So, was haben wir jetzt? Runde 4, ne? Viertes Getränk, ne? Oh, yes. Getränk Nummer 4 von 6. Was haben wir denn hier Schönes? Also wir haben einmal Sprite und einmal Bananensaft, Fischfond und Mayonnaise. Der schmeckt natürlich sehr, sehr köstlich. Schnick, schnack, schnuck. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ja, aber es bringt ja nichts. Es bringt nichts. Lutzt da nicht immer so rein in die Öffnung. Oh Mann, ich... Was ist das Gute? Sie hat gerade schon so geguckt, so von wegen, du wirst die Sprite aber nicht haben. Eins, zwei, drei. Ah, Sprite. Hey, schluck das doch auch mal runter. Nee. Oh Gott. Und wie ist das? Schmeckt hervorragend. Alter, guck mal, siehst du die Flocken hier in meinem Mund? Alter. Ich hab so richtig unten mit dem Strohhalm so in dieses Häufchen rein, so. Also kam erstmal nur so Mayonnaise. Kannst du so blocken, so. Was holst du denn jetzt? Jetzt geht's auf Toilette, jetzt holst du die Zinkstein. Beste Idee ever! Wieso sind wir da nicht selber drauf gekommen? Neutralisierungserfrischungsgetränk. Das war schon richtig eklig gerade. Ja. Also. Getränk Nummer 4? Ne, 5. 5? Ja. Was haben wir da? Einmal Hammer Fanta und einmal Wurstwasser, Bohnenwasser und Knoblauchöl. Wurstwasser, Bohnenwasser? Ja. Ist das ein Unterschied? Das Wasser aus dem Bohnenglas? Schmeckt nach Bohnen wahrscheinlich. Vermutlich. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht, Mann. Wenn ich jetzt das. Ich trau mich. Warte, ich guck mal zu. Soll ich ziehen? Nee, mach mal nicht. Oh Mann, ey. Ich hab Angst, Alter. Eins, zwei, drei. Ich hab. Geil. Das ist Ich bin froh, dass du es gekriegt hast. Karma in dein Gesicht! Dieses Wurstwasser aber so dick, was war durch das, durch was? Bohnenwasser, nee, durch das Öl. Irgendwas das ist Öl. So dick gewesen. Ja, durch das Öl. Das ist das letzte Getränk, ne? Ey, geil wäre wirklich, also wirklich. Ein Unentschieden? Ja, auf Ehre, so, das wäre gut. So, das ist das letzte Getränk und zwar einmal Cola und einmal Bananensaft, Sojasauce und Thunfischsaft. Oh, hätte ich schon mal, nicht schon mal? Bananensaft und Thunfischsaft. Banane, Thunfisch, Soja. Komm. Ja? Ich hab schon. Du bist so mehr der aus dem Sitzer raus. Obwohl so. Ja, das wäre auch geil, oder? Ja, komm. Schnick, schnack, schnuck. Alter, in Schnick, schnack, schnuck bin ich der Sieger. Aber nicht in. Oh Mann, es ist jetzt. Also, jetzt im Moment ist. Oh Mann. Mann, komm.
komm jetzt, scheiß drauf. Noch eins, zwei, drei. Mmh. Ah. Ey, hab ich ein Glück. Was ist das aber? Was ist das Gute? Alter. Ach, schmeckt, sagst du, oder was? So, das war das Video Richtig oder Kotzen, wieder mit André. Wir haben es wirklich geschafft, unentschieden rauszugehen da. Also, was heißt eigentlich, also, ja gut, wir hatten alle, ja, wir haben alle beide das Eklige auch mal gehabt, dreimal schön. Auf dieser Seite packe ich euch das Video von Einfach Peter mal rein, was ihr auf jeden Fall euch angucken müsst. Auf dieser Seite findet ihr ein Video von mir und in der Mitte könnt ihr mich abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.